So, dann geht's jetzt direkt weiter über nach Talon zu den Zwergen. Eine relativ weite Reise. Und Wunder und Graus. Es kommt zum Gefecht. Sollten wir uns hier erstmal ein bisschen umschauen. Ist da oben tote Abenteurer, eine Truhe. Das klingt doch fast so, als würden wir mitten in eine Falle laufen. Dort ist ein Oger. Ja. Ork-Kämpfer, Ork-Bogenschütze, Ork-Bogenschütze, Ork-Kämpfer. Noch ein Bogenschütze, noch ein Bogenschütze. Alles klar. Die Zettel. Lass das mal Vorgrim machen. Bei meiner Axt. Sanja. Oh, der Oger wirkt irgendwie so, als wäre er schon nicht mehr bei uns. Und wenn der jetzt mein Hauptcharakter ärgern möchte, dann soll er doch. Ja, Yandra Aikar. Ja, aufgepasst. Ja! Alles klar. Ha. Ein Zwerg, ein Wort bei Angroschbart. Sprich, Freund. Ja. 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 Für Ardo. Mein Atem geht ruh. Mandaya Ioi Banda. Ja.
Für Ardo! Das bin ich. Arquatus. Bon dia. So, das wäre schon mal der erste Streich. Der hat eine Pfeife dabei, der getötete Wandersmann. Hier ein Dolch, für sie noch eine Haarnadel. Und noch ein paar tote Orkenkrieger. Hier fröhlich über die Gegend verteilt liegen. Ich frage mich, was sie sich gedacht haben, wen sie überfallen wollen. Denn so blöd können eigentlich noch nicht mal Orken sein. Dann sind Riesenskorpione. Oh, leicht vergiftet. Candidus, mein Atem geht ruhig. Mandaya Ioi Banda. Saranar Ayorla. Jetzt wird's ernst. Sanya. So, weiter geht's mit dem gesunden Skorpion. Soweit so gut. Arquatus. Hier liegt noch ein toter Ork-Anführer.
Also haben sie mir wahrscheinlich beim Kampf sogar noch geholfen, die Skorpionen. Das finde ich aber lieb. Ich denke, hier soweit durch bin, ich mal die andere Straßenseite begutachten. Da gibt es garantiert auch noch viel vom kostenfreien Buffet. Hier geht es schon wieder weiter. Aber aktuell hat kein weiterer Gegner in Sicht, was ja auch nicht schlecht ist. Zwar schlechter für die Erfahrung und für die Barkasse, aber dafür sinnvoller in der Hinsicht, dass es schneller vorangeht. Und dann hoffentlich ohne weitere Unterbrechung nach Talon. Thank you.
So. Da ist auf jeden Fall eine Taverne. Aber hier geht der Weg lang. Vor ein paar hundert Götterläufen hat mein Volk Talon von einem Drachen befreit. Bin gespannt, ob sich die Leute noch daran erinnern. Verschlossene Truhe. Alles klar. Das können wir doch nicht hinnehmen. Da kommt noch ein Schweinehirte. Oh, fein. Fechthemd, Lederjacke, Stoffmütze. Nichts Weltbewegendes, aber immer ein bisschen was. Ja? Was wollt ihr? Ich muss meine Schweineschleuse nach Hause in den Stall bringen. Wo kommst du her, dass du so verdrossen reinblickst? Ach, von Talon. Ich wollte dort auf den alljährlichen Apfelfest ein paar Schweine verkaufen, aber die Wache wollte mich nicht durchlassen. Tja, da hätte ich mir den weiten Weg aussparen können. Das begreife ich nicht. Warum sollte man dich nicht in die Stadt lassen? Nicht einmal das hat man mir gesagt. Wisst ihr, Talon hat eine ehrenvolle Wache. Dem Hauptmann von Talon wird von seinen Leuten sehr viel Respekt gezollt. Befehle, die er gibt, werden ohne Ausnahme und Murren befolgt. An anderen Tagen finde ich das ja gut. Die Wachen verlangen keine Bestechung und sie nehmen einem auch kein Vieh ab. Aber ich hätte das Geld wirklich brauchen können. Aber was hilft's einem, über vergossene Milch zu lamentieren? Richtig, gar nichts. Weshalb die Eile? Gibt es denn Grund dazu? Allerdings, die ganze Gegend um Talon herum war schon mal sicherer als jetzt. Die Leute reden ja derzeit von allerhand finsteren Dingen, die im Tarnholz zugetragen sollen. Was meinst du damit? Naja, man munkelt von Plünderern, die einsame Reisende überfallen, andere von einer Bestie, die in der Nacht kommt und wahllos Menschen und Tiere zerreißt. In den letzten paar Nächten habe ich 3 Tiere verloren, ohne jede Spur. Verscherzt mich, was dran schuld ist. Alles, was ich wissen muss, das halt gerade gefährlich ist. Also beeile ich mich und behalte meine Tiere im Stall. Kommen auch wieder andere Zeiten. Ist es noch weit bis Talon? Naja, nicht wirklich. Noch eine halbe Meile durch den Wald, würde ich meinen. Weiter vorn kommt eine Biegung. Dahinter könnt ihr dann schon die Stadtmauer und den Tempel von Talon sehen. Hast du eine Ahnung, was mich am Weg erwartet? Keine Angst, nichts Gefährliches. Wenn ein Bauer mit seinen Schweinen den Weg überlebt, werdet ihr das auch schaffen. Da vorne ist eine verunglückte Kutsche und eine ziemlich aufgebrachte Edelfrau. Ich habe sie gefragt, ob ich helfen kann. Scheinbar braucht sie keine Hilfe von dem Schweinehirten. Wer mich fragt, ist es mit Abstand die gefährlichste Bestie, die euch hier im Tarnholz auflauern wird. Nun gut, Bauer. Auch ich ziehe weiter. Aber was mit dir? Garnia vom Berg. Ihr da, bleibt sofort stehen in Praios Namen. Was gibt's denn? Praios Gnaden. Zuerst dieser Unfall und die einzige Hilfe weit und breit ist ein ungehobelter Söldling. Wie habe ich die Götter nur verärgert? Nun, ich muss wohl oder übel mit euch Vorlieb nehmen. Mein Kutsche verunglückte, als ein Rad brach. Die Pferde sind durchgegangen. Dieser Tölpe von Kutscher hat sich schon vor Stunden aufgemacht, um in Talon der nächsten Stadt Hilfe zu suchen. Doch er ist noch immer nicht zurück. Wahrscheinlich schläft er irgendwo am Wegesrand oder spricht in einer Taverne mit dem Trunke zu. Such diesen Nichtsnutz für mich, damit ich endlich mal Reise fortsetzen kann. Also gut, ich werde euren Kutscher für euch finden. Vielleicht ist ihm ja was zugestoßen. Dann ist es abgemacht. Findet den Kutscher und bringt ihn zu mir Kunde von ihm. Auf bald, hoffentlich.
Und dieses Gekeif ist ja nicht zum Aushalten. Da muss man sich zusammenreißen, dass man ihr nicht selber einen über den Dez haut. Vorgrim nimmt mir die Worte aus dem Mund. Und was ist das hier für ein komischer Baum, der mitten über die Straße liegt? Da sehe ich ein paar Goblins. Die wollen doch garantiert ein bisschen Spaß. Autsch. Thorax. Ich versuche mein Bestes. Ein Moloch des Schnaja. Einhändige Hiebwaffe. 1 bis 4. Nützen 0. Dürfte auf jeden Fall mehr Eindruck machen als ein Rabenschnabel. Also darf Vorgrim mal wieder mit einer axtähnlichen Waffe arbeiten. Mit so einem Molochs Naja, das exakt die gleichen Werte hat wie der Rabenschnabel. Wobei das natürlich nicht gerade als so ungefährlich aussieht, wie er damit rumläuft. Aber naja. Sie kann noch mal ein klein wenig Waffentraining absolvieren. Ja. Was haben wir da? Goblin Berserker mit gezähmten Wildschwein. Oh, da kommen auch die an. Das sind Freunde. Meint ihr? Bei Angroschs Bart. Candidus. Yandra Aikara.
Dezeptio. Sprich, Freund. Sanya. Mein Atem geht ruhig. Thorax. Dezeption. Candidus. Zeritus, Zeritus, Astus. Dann nehmen wir doch mal die Wildschweine aus. Und anschließend die Goblins. Der hatte schon mal nichts dabei. Das ist Belmart. Vorne scheint wieder noch eine Horde zu sein von denen. Meint ihr? Schön hinter mir bleiben. Alles klar. Soll ich schleichen? Das bin ich. Candidus. Ei. Aufgepasst. Bei meiner Axt. Das war mal eine Schamanin.
folgt mir. Ja! Mein Atem geht ruhig. Yandra Aikara. Ei! Mandaya Ioai Banda. Das bin ich. Ich versuche mein Bestes. Aufgepasst. Ja. Al-Yama. Al-Drasol. Das bin ich. Sie sollte mal ganz dringend an ihre eigene Heilung denken. Saranar Ayorla. Mein Atem geht ruhig. Alauyam, Aldrasora. Das hat trotz Bewusstlosigkeit gerade noch einen Stufenaufstieg bekommen. Seltsam. Manches Mal kann man sich hier sehr stark verwundern, was das hier für Gestalten waren. Folgt mir. Vor allem, was machen die Goblins so dicht vor der Stadt? Immerhin sieht die Gruppe nicht ganz so sehr aus wie in der hergelaufenen Strauchdiebe, sondern immerhin wie eine halbwegs gescheite Partie. Aber schauen wir mal, was da der Wachmann von uns möchte. Hallo. Halt!
Talon befindet sich im Ausnahmezustand. Die grausamen Vorfälle der letzten Tage haben uns veranlasst, die Stadttore geschlossen zu halten. Und Fremde lassen wir derzeit schon gar nicht hinein. Also, was wollt ihr? Von welchen grausamen Vorfällen sprichst du? Ich habe Anordnung, keine Einzelheiten über die jüngsten Geschehnisse an Fremde weiterzugeben. Was wollt ihr? Höre, ich trage den Schild des Fendral. Folge dem geweihten Pfad der Drachenqueste. Öffnet das Tor und lasst mich ein. Und wenn ihr mit Sternenschweif und Grimmring hier antanzen würdet, ich lasse euch hier nicht rein. Entweder ihr seid ein geladener Gast des Bürgermeisters oder ihr kennt die Parole. Alles andere könnt ihr vergessen. Halt! Oh nein, ihr schon wieder! Talon ist noch immer für alle Fremden gesperrt. Bis die grausamen Vorfälle aufgeklärt sind, wird das auch so bleiben. Es ist wirklich wichtig, dass ich nach Talon komme. Ich habe vor, hier viel Geld auszugeben und eigentlich könnte ich ja gleich damit anfangen hier. In diesem Fall natürlich eine Ausnahme machen. Für, sagen wir, 15 Dukaten lasse ich euch gerne in die Stadt. Also gut, ihr habt ja 15 Dukaten. Vielen Dank, ich wünsche euch einen angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Stadt. Dämlicher Büttel. Na, wenigstens wissen wir jetzt, dass die ganzen Reichen tatsächlich in Talon sein müssen. Wir sollten uns schnellstens die Parole organisieren. Was selbst in Talon passiert, das seht ihr im nächsten Teil.